Hallihallo, meine lieben Fräuleinchen, zu einem neuen Vlog von mir. Und das war wieder das Startzeichen für den Max. Und zack, da ist er auch schon. Dann habt ihr den auch mal wieder gesehen. Irgendwie beginnt momentan jeder Vlog mit Max auf dem Schoß. Ich weiß nicht, warum er sich da so angesprochen fühlt. Aber na gut, da ist er, gell, mein Baby. Ja, ich dachte, ich nehme euch heute wieder so ein bisschen mit durch meinen Arbeitsalltag. Aka Mama-Alltag, so irgendwie gemischt heute. Ihr habt ja gesehen, ich habe schon ein bisschen Haushalt gemacht. Das Nötigste. Also an Tagen, wo ich Frühschicht habe, wie heute, ich hatte jetzt einen kurzen Frühdienst. Das heißt, ich war um 20 nach 10 zu Hause. Genau, habe dann, wie gesagt, nur so das Nötigste gemacht, damit hier so einigermaßen alles in der Bahn ist. Und da wurde ich nämlich gefragt, wie ich das jetzt mit dem Haushalt mache. Also, wenn ich so Tage habe wie heute, wo ich einen kurzen Frühdienst und dann noch einen Spätdienst arbeite, also so ein geteilter Dienst, dann mache ich echt nur das Allernötigste. Also, da liegt mein Fokus nicht auf dem Haushalt. Wenn ich jetzt nur einen längeren Frühdienst habe zum Beispiel, da habe ich mir jetzt angewohnt, wenn man das nach so einer kurzen Zeit schon sagen kann, dass ich genau eine Stunde Haushalt am Tag mache. Plus, minus. So viel mehr will ich eigentlich nicht machen, eher ein bisschen weniger, also circa eine Stunde, weil dann meine Aufmerksamkeit natürlich voll und ganz auf den Kindern liegt, wenn ich dann halt morgens schon nicht da war. Sprich, Homeschooling, ne, muss ja auch erledigt werden, dass ich das nochmal so ein bisschen kontrolliere. Genau, und wenn ich halt nur Spätdienst habe, dann habe ich natürlich morgens auch mehr Zeit, dann mache ich den Haushalt dann ganz normal. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich. Genau, auf jeden Fall, wie gesagt, nehme ich euch mit durch meinen Tag. Also sprich, ich muss heute Nachmittag nochmal arbeiten. Da gehe ich um kurz nach 4 los, wenn der Christian ja quasi fertig ist mit Arbeit. Und jetzt widme ich mich allerdings erstmal dem Mittagessen. Und heute wurden sich Pancakes gewünscht. Ihr wisst ja, wir essen mittags eigentlich immer kalt und abends wird dann frisch gekocht. Aber jetzt heute wurden sich Pancakes gewünscht. Die gehen ja ruckzuck, die mache ich jetzt schnell. Ich habe da auch was Neues, was ich euch wieder zeigen will. Machen wir gleich. Und auf jeden Fall will ich heute Mittag noch hullern. Ich habe einen neuen Hula-Hoop-Reifen. Ich habe euch ja mehrmals erzählt, es klappt bei mir überhaupt nicht. Zeige ich euch später, da gehe ich auf jeden Fall auch nochmal näher drauf ein. So, und jetzt werde ich aber das Mittagessen vorbereiten, weil ich gleich Sophiechen holen muss, dass wir dann schnell essen können. Und euch wünsche ich erstmal viel Spaß bei diesem Vlog. So, wie gesagt, ich fange jetzt an mit den Pancakes. Ich schreibe euch wieder alle genauen Mengenangaben unten in die Infobox rein. Ich habe echt sehr, sehr viele Rezepte schon ausprobiert, was Pancakes angeht. Und ich finde, das ist das beste Rezept von allen. Und deshalb wollte ich das auch wieder mit euch teilen. Und das machen wir jetzt erstmal. Der Teig ist fertig. Ich habe den jetzt in einen Messbecher gefüllt, denn ich habe euch ja gesagt, ich habe was Neues, was ich wieder von Babu zugeschickt bekommen habe, was ich testen darf. Und zwar sind das solche Silikonformen für in die Pfanne rein. Ich habe die einmal mit Herzchen, was natürlich bei der Sophie sehr, sehr gut ankommt. Dann habe ich das einmal in Sterne bekommen, einmal ganz für klassische Pancakes quasi diese Kreise. Genau, und ich habe das jetzt schon ausprobiert. Boah, die besten Pancakes, die ich jemals hinbekommen habe. Normalerweise ist es so, ich bekomme in der Pfanne 3 bis 4 Pancakes gebacken. Die sind dann alle ungleichmäßig, also jeder schaut erstens mal anders aus. Und man steht ewig am Herd, weil man, wie gesagt, nur 3, 4 Stück machen kann. Mit den Formen bekomme ich 7 Pancakes raus und ich finde das echt eine coole Sache. Ich zeige euch das jetzt einfach mal, wie ich diese Teile benutze. Am Anfang dachte ich, das kann nicht funktionieren. Deshalb, ich habe ganz viele Tutorials geguckt, bis ich den Dreh raus hatte. Das muss man tatsächlich erstmal wissen. Wie gesagt, ich dachte, das kann niemals was geben und die Pancakes waren furchtbar.
bis ich Tutorials, wie gesagt, mir angeguckt habe. Und da war plötzlich ein Pancake schöner als der andere. Und ganz wichtig bei den Pancakes, auch nur auf mittlerer Stufe ausbacken. Niemals zu heiß, schon verbrennen die natürlich. Genau, wie gesagt, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich diese Silikonteile benutze. Das ist echt mega cool. Also ich fand das cool. Und seitdem gibt es bei uns auch wieder öfters Pancakes. Die Kinder lieben die ja. Und selbstverständlich habe ich auch hier wieder einen Rabattcode für euch. Ich schreibe euch wieder alles unten in die Infobox rein. Schaut da gerne mal nach. Ich habe gesehen, die sind derzeit auch reduziert und das ist so ein komplettes Dreier-Set. Also ihr könnt euch da jetzt nicht nur eine aussuchen, sondern ihr bekommt alle drei mit, was ich richtig cool finde. Und wie gesagt, bei meinen Kindern kommt das halt extrem gut an. Ihr könnt auch Eierspeisen zum Beispiel damit machen. Einfach Eier aufschlagen, würzen, einen Schuss Milch dazu. Wenn ihr wollt, noch so ein bisschen geriebenen Käse. Ihr wisst ja, wir essen gerne Eierspeisen. Das habe ich damit auch schon ausprobiert. Funktioniert auch 1A. Und mein Kind, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ne, aber das Auge ist mit. Und wenn ich ihr ein Herz oder eine Sternform mache, isst sie mir fast das Doppelte. Genau. So, jetzt werde ich aber auf jeden Fall die Pancakes ausbacken, damit ich Sophiechen auch gleich holen kann. Und zeige euch, wie das Ganze funktioniert. So, ich habe jetzt die Pfanne eingefettet. Ihr braucht da auch überhaupt nicht viel Öl. Und dann fetten wir auch diese Silikonförmchen ein. Einfach einmal unten am Rand und innen drin so ein ganz klein bisschen. Und am einfachsten ist es meistens, wenn ihr euch ein Küchentuch nehmt, das so ein bisschen in Öl tränkt und dann einfach so durch die Ränder gehen. Das geht ruckzuck. Und einmal auch von der anderen Seite. So. Und das reicht eigentlich auch schon. Und dann einfach nur in die Pfanne reinlegen. Ja, dann können wir auch schon anfangen, die Förmchen zu füllen. Ich fülle die immer bis so circa zur Hälfte, das ist völlig ausreichend. Den Herd habe ich übrigens auf mittlere Stufe eingestellt, das ist völlig ausreichend, damit die Pancakes uns auch jetzt nicht verbrennen. Und genau, ich lasse die jetzt dann einfach so 3-4 Minuten ruhen, bis man dann sieht, dass die anfangen hier oben an der Oberfläche trocken zu werden. Und dann kommt nämlich der Clou mit diesen Förmchen, zeige ich euch aber gleich wieder. So, und jetzt kommt der spannende Teil. Und zwar nehmen wir dann einfach mal die Silikonform hoch und drehen das ganz schnell einmal um und lassen es ganz kurz so weiter backen. So, ich habe sie jetzt circa eine Minute auch von der anderen Seite backen lassen und jetzt nehmen wir einfach nur das Silikonteil hoch. Und ihr seht, da bleibt nichts hängen, das flutscht gerade einfach so durch, wenn man diese Form richtig gut einfettet. Yes, und das sind dann unsere Pancakes und ihr seht, wir haben jetzt 7 gleich große Pancakes. Und die werden wir uns jetzt gleich schmecken lassen. Ja, also ihr habt gesehen, das geht echt super einfach mit diesen Förmchen. Mal wieder von mir einen dicken Daumen nach oben. Und wie vorhin schon mal erwähnt, ihr findet alles wieder unten in der Infobox inklusive Rabattcode. Jetzt mache ich mich los und hole Sophiechen ab, dann essen wir schnell was. Und danach melde ich mich wieder bei euch und zwar zum Hullern. So, mein Lieben, wir haben jetzt Mittag gegessen und ich werde jetzt eine Runde hullern. Und nehmt euch dabei bitte kein Beispiel. Jeder weiß, man sollte eigentlich erst nach dem Sport essen. Aber heute aus zeitlichen Gründen geht es bei mir ja nicht anders, weil ich ja nochmal zur Arbeit muss. Und deshalb, genau, werde ich das jetzt machen. Also, ich erzähle euch erstmal meine Hula-Geschichte. Und zwar habe ich mir ja Ende Dezember, habe ich beschlossen, ich fange jetzt auch mit dem Hulan an, springe jetzt auf den Trend auf und habe mir einen Reifen geholt. Ich habe mich vorher im Internet informiert und da stand, anhand meiner Größe brauche ich einen Reifen von 95 cm und habe jetzt hier ein Gewicht drauf von 1,2 Kilo. Das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Warum nicht? Ganz klar, weil ich einfach ein bisschen breiter ausgefallen bin. So, daraufhin habe ich mir einen größeren Reifen gekauft und zwar ist das dieser hier, ebenfalls Gewicht 1,2 Kilo. Der hat diese Massageteile dann auch noch und der ist 1,5 Meter, meine ich, an Durchmesser. So, damit hat es ab und zu mal geklappt, aber auch eher schlecht als recht. Und mein Problem damit war jetzt folgendes. Ich habe ja ein Netz im Bauch, ich habe euch das schon oft erzählt, ich hatte vor dem dritten Kaiserschnitt hatte ich eine Uterusruptur und nach dem dritten Kaiserschnitt ist mir die Narbe nach oben hin sehr, sehr weit aufgerissen und musste deshalb ein Netz bekommen. Ja, jetzt fange ich an, ohne irgendwelche Erfahrungen zu haben und ohne irgendwelches Wissen und fange an, mit diesem Reifen zu hullern und das tat so weh. So, jeder weiß, hullern allgemein am Anfang, das macht blaue Flecken und das tut auch weh, deshalb habe ich mir nichts bei gedacht. Hab das mal meinem Hausarzt erzählt, als ich zufällig dort war. Und er hat gesagt, ich soll ja aufhören, denn wer ein Netz im Bauch hat, kann sich mehr kaputt machen als alles andere. Und
Genau, habe mir da daraufhin einen neuen Reifen geholt. Ich war auch echt verzweifelt, gell, weil jeder hat es hinbekommen. Alle hatten Startschwierigkeiten, aber am Schluss hatte jeder gehullert, nur ich immer noch nicht. Und dann hat mir von einer guten Freundin die Schwester einen Reifen empfohlen, und zwar diesen da. Eigentlich ist das ja ein logisches Denken, je breiter man ist, desto größer muss natürlich auch der Reifen sein. Und genau, die hat den empfohlen. Ich schaue mal im Internet, ob ich den oder ein vergleichbares Modell finde. Dann verlinke ich es euch gerne unten in der Infobox. Der hier ist aktuell leider ausverkauft. Ich hatte den aus dem Real Online Shop. Wie gesagt, ich gucke, wenn ich nichts finde, tut es mir echt leid. Aber mein Tipp für kräftige Frauen, holt euch echt eine größere Größe. Ich habe mir das Ding nämlich um die Hüften geschmissen und habe direkt gehullert. Er fällt mir heute noch runter, ja. Aber ich kann damit einfach hullern und ich trainiere jetzt jeden Tag, manchmal auch jeden zweiten Tag. Es kommt echt drauf an, wie groggy ich gerade bin, aber ich will da auf jeden Fall dranbleiben. Und was auch natürlich ganz wichtig ist, ist festes Schuhwerk. Ich habe das am Anfang nämlich immer mit Socken gemacht, damit funktioniert es auch nicht. Ihr braucht echt einen stabilen Halt und vor allem braucht ihr viel Platz, weil ihr sonst immer dran hängen bleibt. Und da sind wir nämlich beim nächsten Ding. Ich trainiere eigentlich unten im Hof, weil ich da echt den Platz habe. Da ist weit und breit nichts. Aufgrund der aktuellen Wetterlage ist das jetzt aber allerdings nicht so prickelnd, im Schnee zu hullern. Und werde jetzt das Wohnzimmer quasi wieder umbauen. Und zwar stelle ich dann immer den Wohnzimmertisch außer Reichweite und stelle mich dann zwischen die Couch. Da bleibe ich zwar öfters hängen und muss den Reifen halt nochmal aufheben, aber anders geht es jetzt halt nicht. Weil 1,40 Meter Durchmesser Reifen, ihr könnt euch vorstellen, wie viel Platz man dann halt braucht mit dem riesen Ding. Aber das ist, wie gesagt, mein absoluter Tipp. Vertraut nicht drauf und geht bitte nicht nach der Größe, sondern geht wirklich nach eurer Körperfigur. Und ich weiß nämlich, wie demotivierend das sein kann. Mir ging es nämlich ganz genauso, wenn es einfach nicht klappt und bei jedem anderen klappt es. Und wie gesagt, mit diesem Teil habe ich es geschafft. Und es gibt bei YouTube auch, sollte ich den Reifen nämlich nicht mehr finden, gibt es diverse Tutorials, wie ihr euch selbst so einen Rohling bauen könnt. Und den könnt ihr nämlich auch in den Zentimetern so variieren, wie ihr ihn braucht. Hat mir nämlich ein Fräuleinchen den Tipp gegeben. Dann werde ich euch mal ein passendes Tutorial auch raussuchen. Ebenfalls unten verlinken, da könnt ihr gerne mal schauen, falls ihr euch den selbst machen wollt. Allerdings müsste man dazu in den Baumarkt kommen. Ist ja auch gerade so eine Sache. Hoffen wir einfach mal, dass nächste Woche alles wieder öffnen kann. So, jetzt werdet ihr aber endlich hullern, denn ihr wisst, die Zeit sitzt mir so ein bisschen im Nacken. Und ich will gleich noch so ein bisschen Zeit mit der Sophie verbringen. Sie ist jetzt gerade oben und spielt mit Janis an der Paw Patrol Station. Das ist ja genau ihr Ding. Aber ich habe gesagt, ich huller jetzt eine halbe Stunde. Und dann will ich auf jeden Fall noch mit ihr spielen, bevor ich wieder los muss. So, und jetzt geht's los. Stunde später, und ihr habt gesehen, bei mir klappt das auch immer noch nicht zu 100%, aber tatsächlich wird es jeden Tag besser und das nur dank dem richtigen Reifen. Also ich kann euch da echt empfehlen, dass ihr euch da genau vorher informiert, mit welchem Reifen ihr am besten trainieren könnt. Und ihr hört es, ich bin ganz aus der Puste. Ich muss jetzt erstmal ein Glas Wasser trinken. Ich habe mich jetzt noch mal ganz kurz an den PC gesetzt. Ich habe total vergessen, das Video für heute Abend fertig zu machen, beziehungsweise so einzustellen, dass das auch online geht. Ich wäre nämlich jetzt später auf Arbeit gegangen und hätte mich gewundert, dass mein Video nicht online ist. Das wäre ja mein Ding gewesen, ne? Ich werde jetzt aber hochgehen und schnapp mir Sophiechen. Die spielt tatsächlich immer noch. Also die Paw Patrol Station, die hat sich echt sehr gelohnt. Es war ihr bestes Geburtstagsgeschenk ever. Das Kind verspielt sich so damit, das ist echt der Hammer. Aber ich schnapp sie mir jetzt, damit es auch noch so ein bisschen Mama-Zeit hat. Und wir spielen Memory. Tatsächlich, wir haben unfassbar viele Spiele, aber Memory hatten wir tatsächlich noch nicht. Und letzte Woche, das ist glaube ich schon 2 Wochen her, kam sie dann vom Kindergarten, hat so von Memory geschwärmt. Wir haben sogar eins von Paw Patrol erwischt. Das habe ich direkt bei Amazon bestellt und seitdem spielen wir das mindestens einmal am Tag, wenn nicht eher sogar 2-3 Mal. Und sie sagt auch immer, Mama, lass uns gleich 5 Runden machen. Die fährt total drauf ab.
Genau, das werden wir jetzt auf jeden Fall spielen. Und tatsächlich muss ich mich dann schon wieder bald fertig machen und muss los. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit rennt, gell? Ich war die Woche total schockiert, dass es schon Februar ist. Irgendwie ist das so total an mir vorbeigezogen. Aber egal, das sage ich euch ja in letzter Zeit auch in jedem Vlog, gell? Aber mir kommt es irgendwie so vor, als hätten wir letzte Woche Silvester gefeiert. Und jetzt sind wir schon wieder im Februar. Es ist echt bekloppt. So, mein Lieben, ich habe mich jetzt schnell umgezogen, denn für mich geht es jetzt wieder ab zur Arbeit und dementsprechend werde ich den Vlog jetzt an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, ich freue mich immer über euer Däumchen nach oben und über euer Feedback hier unten in den Kommentaren, auch wenn ich es erst später lesen kann, weil ich auf Arbeit bin, aber trotzdem freue ich mich immer, wenn ihr mein Video kommentiert und dann freue ich mich, wenn ihr am Sonntag auch wieder dabei seid und sage bis dann. Ciao!